Herzlich willkommen zu unserem Wing Chun Eskrima Seminar jetzt im Oktober. Schön, dass ihr alle da seid. Wir haben schon mit ein paar mehr Leuten 2 Stunden hinter uns. Wir gucken uns 3 Stunden ein bisschen Wing Chun Eskrima an, zwischendurch immer ein bisschen Prüfung und so weiter. Und dann hoffe ich, dass wir alle gemeinsam auch etwas mitnehmen können. Gut, wir fangen mit der Einstiegsübung an. Nina. Okay, die Einstiegsübung. Die Einstiegsübung sind 3 engere Angriffe. 1, 2, 3 V-Stoß. Nochmal. 1, 2 V-Stoß. 1, 2 V-Stoß. 1, 2, 3 V-Stoß. Und damit das nicht so langweilig ist, wechsle ich immer die Seiten, nämlich links, rechts, links. Rechts, links, rechts, links, rechts, links, pam, 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 ja, damit ich immer gut koordiniert bekomme die Paxo-Abwehr und beim dritten Mal Paxo-V-Stoß. Dann andere Seite, zack, zack, Paxo-V-Stoß. Dann wieder hier 1, 2, Paxo-V-Stoß. 1, 2, Paxo-V-Stoß. Gut, nehmt euch einen Partner und steigt damit mal ein. V-Stöße. Sondern eben diese engeren V-Stöße, richtig klassische Wing Chun V-Stöße. 1, 2, 3. Und jetzt machen wir 1, 2, 3. Pam, pam, pam. Ja? Also, 1, 2, 3. Es kann ein V-Stoß kommen, muss aber nicht. Jetzt kommt aber der Ellenbogen. Peng. Vorwärtsbewegung. Mit der Hand. Pam. Rückwärtsbewegung. Um dann hier. Pam. Wieder einen Ellenbogen zu setzen. Ne? Greift also alles fließend ineinander. 1, 2, 3. Ellenbogen nach innen. Handfläche zurück. Und in diese Bewegung kommt der Ellenbogen rein. Ja? 1, 2, 3. Pam, pam, pam. Und nochmal. 1, 2, 3. Ellenbogen nach hier. Handrück, Handfläche. Ne? Gibt so einen richtigen Schnarf ins Gesicht. Pam, zurück. Ellenbogen. Und ein letztes Mal. 1, 2, 3, 4. Okay. 6. Nochmal zum Grundablauf. Die Schläge, die ich hier gebe, greifen alle ineinander über. Das ist meine Bewegung nach innen von mir aus. Oder nach vorne. Vorwärts. Dann mit der Handfläche die Rückwärtsbewegung. Und in dieser Rückwärtsbewegung schließt sich der Ellenbogen mit an. Gut. Wir können es aber noch weiter fortführen. Pop, pop, pop. 1, 2, 3, 4, 5, ja, gut. Das heißt, den Ellenbogen mit dem Rückschlag mache ich nochmal. Ellenbogen, also erster Ellenbogen, rück mit der Handfläche. So, das mache ich jetzt hier auch nochmal. Ellenbogen rückwärts und dann gehe ich hier. Nächste Übung. Die Übung haben wir schon mal gemacht, nämlich wir machen das jetzt mit 3 Graden, damit der Einstieg der gleiche ist. 1, 2, 3 und jetzt kommt der Schwinger. Bam, ja, die haben wir schon mal gemacht. Jetzt machen wir aber noch eine Ergänzung, bei der ihr aber bitte aufpasst. Ne? Also 1, 2, 3, Schwinger. 1, 2, ne? So, pam, pam. Ne, das sind fiese Verteidigungstechniken. Hier, Gesicht, Augen, pam, und Stoß zum Hals. Ne? Aber natürlich aufpassen. Ich möchte die Situation ja schnell beenden. Schwinger, bam. Erster. Bam, zweiter, ja, da, das ist nicht angenehm, ja, dann müsste aber Schluss sein, ja, bitte passt an dem Hals auf, noch einmal zeigen, 1, 2, 3, Schwinger, ich greife sofort an, ich attackiere sofort die Augen, ja, und attackiere dann hier den Hals und könnte noch hier den Hals attackieren, dann dürfte aber Schluss sein, dann dürfte die 1, 1, 2 wählen, ja, noch einmal, so, 1, 2, 3, er attackiert Schwinger, ich greife sofort hier auf die Augen an. Ich könnte auch nochmal auf die Augen angreifen und dann hier das machen. Das kann man ein bisschen kombinieren. Einmal Augen, zweimal Augen, Hals. Oder einmal Augen, einmal Hals. Das könnt ihr ein bisschen checken, aber bitte. Wenn ich eine gerade zum Kopf bekomme, kennen wir aus dem klassischen Wing Chun heraus, stehe ich, sagen wir mal, hier rechts vor, haben wir vorderes Keilprinzip. Okay. Stehe ich mit dem anderen vor, habe ich Paxau. Soweit die Theorie. Problem ist,
wenn ich einen richtig kräftigen Angriff bekomme, dann kann es natürlich sein, dass in irgendeiner Weise mein Keilprinzip versagt. Erstes Problem. Mein Packsau kann aber auch versagen. Das ist ja nur so eine kleine Trefferfläche. Ne? Entweder haue ich vorbei oder irgendwie ist mein Packsau zu schwach. Was kann ich da machen? Dafür ist so ein Lehrgang da. Ich mache beides. Und zwar beides gleichzeitig. Er gibt mir einen harten Angriff. Keilprinzip, Packsau. Acht, gib acht. Keilprinzip, Packsau. Doppelte Sicherung. Warum kann ich die doppelte Sicherung machen? Weil ich immer noch sehr weit von dem anderen Arm entfernt bin. Ich bin ja in der Außenposition. In der Innenposition, mal langsam, würde ich das natürlich nicht empfehlen, weil da noch der Arm ist. Aber in der Außenposition, Keilpack, ja. Ich kann also üben, er greift an, Keilprinzip, Packsau. Doppelte Sicherheit, doppelte Stabilität und trotzdem bin ich in einer recht guten Position. Wenn da ein zweiter Angriff käme, bin ich immer noch, oder ein Schwinger, bin ich immer noch relativ weit entfernt. Ne? Also, das ist sozusagen der Trick. Dafür seid ihr auf einem Lehrgang. Ne? Er greift an, bam! Da geht schwer was durch. Keil, Pack, noch einmal bitte von hier. Jetzt machen wir hier, ja? So. Bam! Keil, Packsau. Wir machen nur mal diesen Einstieg und gehen dann später weiter. Wir machen jetzt, stellen uns erstmal so rum, die Fortführung von dem Einstieg, den wir gerade hatten, also Keil, Pack oder Pack, Keil, als Doppeltechnik gegen ziemlich harte, gerade Angriffe. Ich bekomme einen Angriff. So, wie geht's weiter? Wir machen verschiedene Möglichkeiten. Erste Möglichkeit. Bam, ja. Zweite Möglichkeit. Ich gehe da rein und gehe hier rein. Bang. Ja, also ich könnte runter, hier. Oder, aufpassen, diese Technik heißt Lappsau-Technik, ja? Also, pam, pam, zack, weg mit dem Arm. Und dann wieder einsteigen. Mit verschiedensten Arten der Angriffe. Ich möchte ja solche Angriffe setzen, damit der schnell aufhört. Ja? Und diese fiesen Angriffe, die wir eben heute im Lehrgang machen, zu den Augen, zum Hals, erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass schnell Feierabend ist. Ja, also ich gehe rein, Keilpack, so, runter, Ellenbogen zum Beispiel, erste Möglichkeit. Und dann wieder einsteigen, zweiter Ellenbogen. Ja? Eins, zwei, drei zum Beispiel. Oder nochmal reingehen, runter, hier den Ellenbogen. Und wieder so arbeiten wie eben und nochmal nachschießen. Und die dritte Möglichkeit ist Lapsau. Und du siehst, ich ziehe ihn mir richtig schön hierhin, bah, könnte hier noch attackieren. Ne? Nochmal bitte. Zack, erster Treffer, zweiter Treffer, dritter Treffer. Also, Aufnahme, runterführen, angreifen. Oder eben aus dieser Position hier rüberziehen. Angreifen. In dem ersten Teil haben wir uns um diese engeren Angriffe gekümmert, ne? Bang, ne? Die engeren Angriffe mit Schwinger, das Reagieren, die engeren Angriffe mit Schwinger und dass ich hier oben Fingerstoß in die Augen, dass ich an den Hals attackieren kann, dass ich Ellenbogen einsetzen kann, im Flow, nach hier, nach da, wieder zurück, hier wieder rein. Ja? Und gerade haben wir harten Angriff, Keil, Pack oder Pack, Keil, je nachdem, mit welchem Arm ich vorne stehe und kann dann den runterführen und sofort attackieren, diese nicht so schönen Angriffe, die mir aber helfen, im Ernstfall das Ding schnell zu beenden. Gut, jetzt gucken wir uns was anderes an. Ein Kontaktangriff wie das hier. Ja? Kontaktangriff heißt, es folgt jetzt erstmal kein Schlag, aber es ist wahrscheinlich, dass vielleicht ein Schlag kommt. Ja? So, okay. Was könnte man machen? Die erste Reaktion ist, Arme nach oben nehmen. Erste Reaktion.
Die zweite Reaktion ist sofort attackieren. Die dritte Reaktion ist dann sowas zum Beispiel hier machen. Ne? Ja, das sind sehr schöne Sachen. Ne? Gucken wir nochmal. So, erste Reaktion, Arme nach oben. Ich weiß ja nicht, was kommt. Vielleicht kommt sofort ein Schlagangriff, dass ich hier gucken muss, mich zu verteidigen. Ja, erste Reaktion, Arme. Zweite Reaktion, sofort attackieren. Ob mit V-Stoß oder ob eben, wie gesagt, mit Finger zu den Augen oder hier in seinem Mal, egal. Sofort, bang. Und dann gehe ich hier rein. Da. Dahin. Und dann kann ich mir den Knaben gerne hier unten fallen lassen und attackieren. Das ist also eine ganz spezielle Form des Hebels, ne, wo nachher sein Arm hier wie ein Beugehebel, Armbeugehebel geknickt ist. Nur, dass ich das eben nicht wie normalerweise so mache, sondern im Prinzip invertiert. Und zwar, dass ich eben von außen da reingehe. Da. Ne, nochmal. Da. Bam. Andere Seite nochmal, vielleicht mal von hier. Ja. Beim Attackieren da reingehen. Da reingehen. Sein Arm ist relativ weit entfernt. Guck mal, der steht jetzt nicht so angenehm. Ne? Und ich kann ihn dann entsprechend runter zu Boden bringen. So, nehmen wir mal einen Partner. Situationen sind natürlich deshalb gefährlich, weil, klar, würgen, ja, Tötungsabsicht, was auch immer. Ne? Wenn dir jemand den Kehlkopf eindrückt, ne, dann ist schnell Feierabend. Wenn er hier zudrückt und ne, wenn der Sauerstoff zum Gehirn geht weg, ne, dann... Ne? Ne? So geht das. Sah gerade schon echt aus. Ne? Das ja, haben wir ja hier. So. Okay, also, ganz gefährliche Sache. Arme nach oben nehmen. Sofort attackieren zu den Augen. Und für die Leute, die die Chum-Kyu-Form lernen, im dritten Satz Chum-Kyu nach vorne stoßen. Das ist er. Ja? Ich kann also, kommt ruhig von hier die Kameraleute von rechts und links, damit ihr das besser aufnehmen könnt. Ne? Schau mal, erstmal Kinn an die Brust. Das ist das Erste, was wichtig ist. Ne? Kann ja sein, dass der mich donnert und dann hin an die Wand. Kinn runter. Zumachen. Sofort die Augen attackieren. Oder mit den Handkanten den Kehlkopf attackieren. Um dann von hier zum Beispiel Ellenbogen geben zu können. Und jetzt wieder von eben rückwärts. Ja, da sind wir. Bang. Das sind natürlich sehr dynamische Prozesse. Habe ich nicht viel Zeit. 1, 2, 3. Bam, 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 bam. Zu machen. Nochmal langsam. Kinn anziehen. Runterführen, damit hier ein bisschen Platz ist. Und dann die Augen attackieren. Oder den Kehlkopf attackieren. Vielleicht den Kopf rumreißen. Ellenbogen geben. Knie geben. Oben einsteigen. Das probieren wir mal mit Partner hier an der Wand. Noch einmal gezeigt. Er macht diesen Festlegetechnik und ich gehe hier rein und kann attackieren. Und noch einmal reingehen, attackieren und fertig. Okay? Üben. Er gibt mir Quanzer. Erste Möglichkeit. Zweite Möglichkeit. Er gibt mir wieder Quanzer. Ich gebe ihm jetzt hier den Überkreuzquanzer. Und das gibst mir, jetzt gibst du mir diese Angriffe. Wenn du mir. Höre ich dir. Okay, gut. Dann machen wir Quanzer, Patzer, Patzer, Angriff. Erste Variante. Zweite Variante, so, er gibt mir diesen Quanzer und aus diesem Quanzer habe ich diesen Hebel nach unten. Ja, über Kreuz Quanzer. Quanzer nennt man die Technik, die Doppeltechnik, tiefer Bonsau, Tanzer. Das nennt man Quanzer. Ja? Und aus dem gibt es gleichzeitig, gib mir mal gleichzeitig, so. Gleichzeitig oder über Kreuz. Und aus der Überkreuz-Version kann ich sehr schön einen richtig schönen Hebel machen. So, gut. Ich gebe nochmal hier. Er kann diese Variante machen oder er macht
Diese Variante attackiert mich. Ich gehe in den Quansau und gebe diesen Hebel hoch. So.